So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Und ein Moinsen zu einem Special-Video von mir quasi, meine erste Art der Kollaboration quasi, zum Spiel gegen Schalke. Ihr kennt es ja von meinem Podcast, das wird dadurch quasi jetzt ersetzt. Hat aber einen noch höheren informativen Wert, weil wir jetzt mal zu zweit sind. Ich habe den lieben Kesti bei mir, Schalke-Update, wie gesagt, Kanal, Video und so weiter, wird alles in der Videobeschreibung finden, gerne da abchecken. Der macht ähnlichen Stuff wie ich, auch Schalke-Updates, tägliche Livestreams, viel Interaktion mit der Community, auch Streams zu den Spielen, was bestimmt gerade auch nicht allzu einfach ist in der Situation als Schalke-Fan. Genau, der hat mich dann angeschrieben, mich eingeladen, mal hier ein kleines Gespräch zu führen. Ein Video auf meinem Kanal, ein auf seinem. Bei ihm haben wir über den Saisonauftakt geredet von Schalke in Stuttgart und heute soll es um den Abstiegskampf gehen, in dem wir mehr oder minder beide am Ende der Saison vermutlich noch stehen werden, außer es passieren verrückte Dinge. Und genau, dann darfst du dich auch nochmal kurz bekannt machen. Jawohl, also wie du schon richtig gesagt hast, ich heiße Kesti, ich mache Livestreams und Videos hier auf YouTube, ja, für Schalke-Fans und ja, ähnlichen Content, wie gesagt, wie du. Und ja, bei uns sieht es aktuell nicht so gut aus bei Schalke 04, um das einfach mal kurz und knapp so zu sagen. Also es ist im Moment nicht einfach, Schalke 04 YouTuber zu sein, aber ich mache es mit viel Leidenschaft und wie gesagt, jeden Tag gehe ich raus und habe da wirklich Bock drauf. Genau. Ja, können wir gegenseitig einfühlen. Das ist ja das VfB, finde ich, auch was Neues. Ja, mal ein paar gute Erlebnisse zu haben. Die Zweitliga-Abstieg und so war auch alles schon dabei mit der Rockkarte und so weiter. Stimmt. Das ist alles auf einem ähnlichen Niveau. Ja, stimmt. Tabellarisch trennt es uns gerade um einiges. 12 Plätze, wenn ich sie gerade sehe. So ist das. Platz so ist das. 17 gegen Platz 5 am Freitag. Ich meine, gut, 5 Spieltage, aber der Saisonstart unterscheidet sich schon sehr, sehr stark auf das allgemeine Umfeld. Ja, als Schalker will man es immer noch nicht wahrhaben. Ich weiß nicht, wie es bei euch damals gewesen ist, aber ganz viele jetzt natürlich reden natürlich über Abstiegskampf, ganz klar. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass wir sehr früh noch in der Saison sind, das heißt 5 Spieltage und es ist wirklich noch alles möglich. Wir hatten das mit Weinziel war es, hatten wir das auch schon, dass wir eben 5 Spieltage hintereinander wirklich komplett verloren haben. Jetzt haben wir wenigstens noch einen Punkt und deswegen kann da auf jeden Fall noch was gehen, aber nichtsdestotrotz, wenn wir nachher auf Platz 14 oder Platz 13 landen, ich glaube, da kann man trotzdem auch von Abstiegskampf reden. Also insofern, ja, sind wir mittendrin. Ja, auf jeden Fall. Da wird man früher oder später auch sein. Vor allem jetzt kommt der November dann mit Bayern, mit Hoffenheim, mit Gladbach, dann kommt Dortmund bald. Also da wird die erste richtig, richtig, richtig interessante Phase bei uns vermutlich kommen, um zu sehen, wie reagiert so ein junger Kader oder so ein gerade aufstrebender Kader dann auf so ein paar Rückschläge. Ja. Weil das Köln-Spiel könnte man so gesehen auch schon als Rückschlag nehmen, weil man eigentlich rein von diesem typischen, 6-Punkte-Spiel im Abstiegskampf ausgeht, ist der Punkt ein bisschen schade, aber am Ende war es hochverdientes Unentschieden am Freitag. Vom Spielverlauf her. Aber ich denke, dass wir da oben, wie gesagt, ich muss es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich tue es einfach, dass wir da oben auf Platz 5 nicht überwintern werden lange. Und dann ist da wirklich im Abstiegskampf, jetzt mal von unseren beiden Clubs ein bisschen abgekoppelt, einiges drin. Also unten hängt noch Mainz, Köln, Bielefeld, Union, das sind einige Clubs, auch Bremen, die oben auf 7 sind, sind lange nicht raus. Auf jeden Fall. Also meine ersten Kandidaten sind erstmal Mainz 05 und Köln, auf jeden Fall. Schalke, klar, steht auch unten mit drin und wahrscheinlich spielen wir gerade sogar noch schlechter als die beiden. Aber wie gesagt, was in der Vergangenheit ist, muss ja jetzt nichts mit der Zukunft zu tun haben. Und eigentlich haben wir zu viel Qualität, um abzusteigen, aber naja, eigentlich. Den Spruch kenne ich irgendwo, ja. Wenn nur das Wort eigentlich nicht wäre. Den Spruch von genügend Qualität, den kenne ich irgendwo. Da hatten wir auch nach dem Höhenflug unter Korkut auf Platz 7 und Reschke auf einmal die Welttransfers tätigt. Dachten auch alle, yo, jetzt geht's endlich los. Champions League 2021, endlich sind wir dabei. Mhm. Und dann ging es ganz böse nach hinten los. Aber da hatten wir auch hatten wir halt nicht mal einen guten Start, ne? Mhm. Da gab es keinen flüssigen Saisonstart wie jetzt. Und da unten, ja, wie gesagt, einer
Ich habe, glaube ich, eine Prognose auch bei mir auf dem Kanal gemacht. Ich wüsste gerade nicht mehr auswendig, wenn ich alles ganz nach unten gesetzt habe. Ich glaube, Schalke habe ich nicht absteigen lassen. Aber einer von Köln und Union, einfach von diesem statistischen Ding, dass irgendwer in der zweiten Liga oder in der zweiten Saison in der ersten Liga so rum, dass einer von beiden normalerweise immer absteigt. Es war bei uns genau das Gleiche, bei Hannover auch. Es war auch die zweite Saison nach dem Aufstieg damals, als wir direkt wieder runter sind. Und da spielen Köln und Union rein, aber ich sehe es bei Köln gerade eher. Union macht da einen recht guten Job sogar. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Union Berlin glaube ich eher nicht. Ich meine, die haben sich mit sehr viel älteren Spielern wirklich verstärkt, aber ich glaube, dass das denen auch wirklich weitergeholfen wird mit den älteren Spielern. Also Max Kruse ist zum Beispiel für mich einfach ein Qualitätsspieler, den kannst du Ja. halt vorne reinstellen und der bringt halt Leistung. Ne? Da bist du relativ fein raus aus der Geschichte. Und ich glaube, die Unioner, die haben clever eingekauft, wenngleich auch nicht für die Zukunft. Also ich glaube, danach die Ja, Saison das stricken die Team genauso funktioniert wieder. gerade. Ja. Es hält dich so über Wasser. Ist halt die Genau. Frage, wie lang? Und Genau, wie nachhaltig genau. vor allem. Also, Genau. ob sie jetzt jeden Sommer Das nach macht demselben ihr ja Prinzip besser. irgendwelche. Ne? Das macht ihr ja besser, muss man ja schon wirklich so sagen. Also wirklich junger Kader. Ja, bisher. Ich möchte Bisher. noch nicht, wie heißt das Sprichwort, noch nicht den Abend vor morgen loben, irgendwie sowas. Ja. Deswegen, dieses Typische von Junge Wilde haben wir schon so oft gehört. Nur Ja. bisher scheint es zu funktionieren. Und die Frage ist halt, wie viel ist davon da wirklich diese Saisonstartwelle, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn die unterbrochen wird, inwieweit tut es unserem Team dann weh? Aber ich bin da relativ positiv gerade eingestimmt. Also wie gesagt, Saisonziel ist immer noch. Wirst du einfach mindestens 15., da steigst nicht ab. Ich sehe es gerade auch aktuell, dass drei Clubs, oder zumindest mal zwei, auch wenn ich wenig Lust hätte auf eine Relegation, aber zumindest mal zwei für den direkten Abstieg schlechter sind als wir in der aktuellen Verfassung. Ob es jetzt Köln, Mainz ist, ihr Schalker ja aktuell leider auch. Auch wenn es bei Schalke ist, für mich so das ähnliche Ding wie bei uns beim HSV. Keine Voraussetzungen, die Voraussetzungen alles sind ein bisschen anders, aber vom Ding her sind wir alles große Clubs in der Bundesliga. Und du kannst es dir einfach nicht vorstellen, dass so ein Name absteigt. Aber eben dieses Ding von wegen, wir sind ein großer Name, schützt halt nicht vom Abstieg. Das ist Deswegen so, bin ich bei das ist so. Schalke so ein bisschen zweigeteilt. Ich fände es sehr schade, wenn es so weit kommt. Aber es trifft gerade sehr in die Richtung, außer man kriegt halt noch die Kurve. Auch wenn wir erst fünf Spiele drin sind, aber es zieht sich ja jetzt schon, wie viele Spiele haben wir jetzt? 21 ohne Sieg, 22? Es zieht Ja, sich jetzt schon einige 21. Zeit. Ja, das stimmt. Ja, die große Sorge ist ja fast noch nicht mal der Abstieg bei Schalke, sondern das Finanzielle, was noch dahinter steckte. Das ist ja noch Ja. das Schlimme beim HSV und bei Stuttgart, jetzt ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber ihr habt zumindest noch vorher ausgegliedert. Ja. Da war jetzt nicht unbedingt die Befürchtung, dass ihr dadurch pleite gehen so könntet. Das sehe ich bei Nee. Schalke tatsächlich als großes Problem einfach. Wie willst du denn eine Lizenz bekommen in der zweiten Liga, wenn du Ja. sowieso mit 250, also im Moment sind 205 Millionen, muss ich dazu sagen, im Moment sind 205, aber da kommen noch ein Batzen obendrauf, damit wird jetzt schon gerechnet. Und mit 230 Millionen Euro Schulden in der zweiten Liga, also Mamma Mia, Ja. das wird aber ungemütlich. Und dann hast du als Schalker eben auch nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht mehr ausgliedern, weil wenn du es nicht machst, dann hast du ein ganz großes Problem. Ja, Ausgliederung ist so ein schwieriges Thema. Wir Ja, sind ja ja. ausgegliedert quasi nach dem Aufstieg so in die Richtung. Also noch vor der guten Saison oder vor der sehr, sehr ergebnisorientierten guten Rückrunde unter Korkut. Das war ja spielerisch nicht gut. Das heißt, es war schon davor geschehen, hat jetzt auch nicht unbedingt einen positiven Effekt auf uns gehabt, glaube ich. Also Gar nicht, ich ne? weiß auch nicht, ob Schalke aus einer Ausgliederung weiterhelfen würde. Ich weiß nicht, ob das auch einmal nur ein Tropfen Wasser auf den heißen Stein wäre, wenn ihr jetzt da ausgliedert, was rein finanziell angeht. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also ich meine, nochmal, es kann funktionieren. Klar, es kann funktionieren. Und wir haben jetzt auch andere Leute wirklich am Ruder als vorher. Zumindest im Vorstand. Im Aufsichtsrat überhaupt nicht, aber im Vorstand. Und wie gesagt, es kann funktionieren. Aber wie gesagt, Ausgliederung bedeutet nicht gleich Erfolg. Das sieht Ja, man an nee. ganz vielen Beispielen. Kaiserslautern, wen haben wir da noch? HSV, Naja. ja, da HSV, gibt's. da fast das beste Beispiel rein von der Liga her, sind die ja, also gut, Kaiserslautern noch schlimmer, aber die waren ja nie so nah an der ersten Liga wie der HSV und die hängen jetzt da seit 3 Saisons in der zweiten Liga rum. Und je länger die da unten sind, desto weniger werden sie da wieder hochkommen. Auch wenn die Saison bisher eigentlich recht gut aussieht, aber es war es ja bisher immer. Seitdem sie da waren. Ja, bei euch ist ja viel VfB-Vergangenheit
in euren, ich sag mal, in eurer Grundstruktur mit Schneider und Reschke. Stimmt, Also ich kann jetzt zum stimmt. Beispiel, ich kann jetzt die Arbeit von Reschke auf Schalke nicht bewerten, weil das quasi so gesehen kann ich das positiv bewerten, dass er zumindest mal nicht in die Öffentlichkeit tritt. Das ist ja eher Hintergrundarbeit. Bei uns hat es ja, ja, ich würde schon sagen, genossen, dass er bei uns da ein bisschen vors Mikrofon durfte und sowas und sich da manchmal ein bisschen auch ja, im Nachhinein lächerlich gemacht. Ne? Hätten so Transfers wie Maffeo und sowas funktioniert, dann wären wir jetzt vermutlich echt irgendwo auf, oder irgendwo konstant auf Platz 10, Platz 9, hätten keinen zweiten Abstieg durchgemacht, aber es hat halt nicht funktioniert. Deswegen ist, glaube ich, schon mal eine gute Idee, dass er bei euch eher im Hintergrund agiert. Ja, also Reschke, die erste Saison hat er eigentlich gute Transfers gemacht, das muss man schon sagen. Mit Ozan Kabak natürlich auch, ne? Ja. Oh, der war eine tiefe Wunde jetzt, glaube ich, oder? Nein, Spaß, alles gut. Ja, nicht tief, dafür war er zu kurz da, aber in der kurzen Zeit, wo er da war, hat er schon sehr, sehr viel Eindruck geschindet. Ja, Und die Aktion, okay. dann eine Ausstiegsklausel reinzubauen, die er dann 3 Monate später selber ziehst, ist halt Comedy Gold, was er da gemacht hat. Ja, Aber ja, ja, ja. sehr schade, der Kabak, aber gibt ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, ne, mit Liverpool und so weiter. Wäre es für dich clever, jetzt solche Leute, wo man auch wenigstens richtig Ablöse kriegen würde, für dann zu verkaufen? Einfach fürs Finanzielle, wenn du jetzt einen Kabak im Winter für, sag mal, 30 Millionen zu Liverpool verkaufst oder lieber behalten für Qualität? Also bei Kabak muss ich ganz klar sagen, dass unser mit Suat Serdar zusammen unser bester Spieler. Also wenn wir den auch noch verkaufen, dann, wie gesagt, alles, was wir jetzt an Qualität abgeben, tut richtig weh. Weston McKennie haben wir verkauft. Den hätten wir auch niemals verkauft, wenn das Finanzielle jetzt nicht Ja, gewesen ja, wäre, ja, ne? ja. Also alles, was wir jetzt noch an Qualität verkaufen. Daniel Caligiuri haben wir abgegeben, völlig unnötigerweise. Naja, der war ja auch vor allem mental, ne? Das ist ja, da fällt ja Genau, ein das war ein großer richtiger Brocken Leader weg noch. für die Mannschaft. Das war noch ein richtiger Leader, der noch der Mannschaft richtig in den Arsch treten konnte. Und ja, den hat man einfach gehen lassen, ne? Und damit, jetzt stehen wir halt mit Spielern wie Amin Harit da, wie Nabil Bentaleb, ja, was alle gute Ja. Fußballer sind, so, ne? Ja, die Aber können es ja eigentlich, aber sie zeigen es aktuell leider nicht. Vor allem Harit genau. finde ich eigentlich technisch echt ein richtig cooler Kicker, aber er zeigt es halt gerade nicht. Ja, genau, denen fehlt halt die Führungsstärke auch absolut, ne? Die waren ja selber nie Vorbilder erstmal in dem Ja. Verhalten, was er an den Tag gelegt hat. Also ich sag nur bei Nabil Bentaleb, der ist ja ein paar Mal aus dem Kader eben geflogen. Amin Harit ist mehr durch Shisha-Bars irgendwie aufgefallen in manchen Ja. Halbserien, als er auf dem Platz gestanden hat. Und ja, das sind eben keine Führungsspieler. Ne? Aber wie gesagt, das zieht sich durch den ganzen Kader. Also das waren jetzt nur Ja. zwei Beispiele dafür. Ja. Das Was ist. sind denn so für Lichtblicke bei euch im Kader? Weil bei uns gibt es jetzt so ein paar auf Klaffamin, auch ein bisschen arg hochgepusht. Gerade ein paar junge Spieler sind ja noch extrem jung, reiten gerade eine Euphoriewelle, da muss man erst noch abwarten. Aber was gibt es denn bei euch so für Lichtblicke? Zum Beispiel in Paciencia oder sagen wir mal die Frankfurt-Riege. So ein Renault hinten hält den Kasten eigentlich echt souverän sauber, so vom Gefühl her. Ja, Und Paciencia vorne auch an und für sich kein verkehrter Stürmer. Vor allem offensiv muss ja bei euch, genau. was Tore angeht, ein bisschen mehr kommen. Also Renault ist natürlich ein Lichtblick auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass er da ist, weil ansonsten hätten wir Markus Schubert als Nummer 2 gehabt und da hätte ich echt Sorgen gehabt, weil bei aller Liebe, also er ist ein großes Talent, ja, aber der ist schon echt ein bisschen verbrannt, der Name Markus Schubert auf Ja. Schalke, weil Ja, Torwartposition sowieso böse. Also gut, wenn da du da ein wartet bisschen man nur Ruhe auf den reinbekommen nächsten würdest. Fehler. Ja. Aber nochmal, da sind auch andere noch, ich sag mal, Can Bostoan zum Beispiel, ein ganz junges, großes Talent bei uns, richtig starker Junge auf jeden Fall. Ja. Die anderen, ich sag mal, Nassim Bujelab und Ahmet Kutucu, weiß man nicht, wo die Reise mit hingeht. Bei Kutucu ist jetzt schon der dritte Trainer, bei dem man Ja. eigentlich nicht aufgestellt wird, deswegen wird sich jetzt noch zeigen, wo die Reise mit ihm hingeht. Und ansonsten, ja, Lichtblicke, Malik Tchau als junges Talent ist auf jeden Ja, Fall der noch war gegen wieder Dortmund echt da. gut, ja. Der war stark, der war stark. Und viel mehr ist einfach nicht da, ne? Klar, andere machen einen halbwegs souveränen Job noch, das ist ein Sané, das ist auch ein Mascarell, aber ja, unser Also Patience ja. würdest du auch Halbwegs positiv. lieber Jugend dann aufstellen? Also die Jungen, die vielleicht noch mehr Bock haben auf den Verein, so Also, Ozogan und so weiter, noch mehr von Beginn anbringen?
Also ich würde auf jeden Fall Malik Chau würde ich auf jeden Fall aufstellen, weil, habe ich aber auch schon vorher gesagt, also den hätte ich schon gegen Bayern sofort aufgestellt, weil da hat uns absolut das Tempo einfach gefehlt. Da haben wir mit Stormoli in der Innenverteidigung gespielt. Und da wäre Malik Chau, glaube ich, eine ganz andere Alternative noch gewesen, eine ganz andere Möglichkeit. Aber nochmal, das Spiel hätten wir auch so verloren, ist klar. Aber also den Chau, von dem hatte ich wirklich sehr viel. Jan Bosto, an den kann man auch so reinwerfen. Ich wünsche mir eigentlich wieder, dass Raman Leistung zeigt, aber er tut's nicht. Wünsche ich mir natürlich von allen Spielern, aber bei Raman sage ich immer noch, okay, der bringt Geschwindigkeit mit rein, der bringt Torgefahr mit rein und das fehlt uns einfach. Ja. Genau. Dann mit Blick auf das Spiel am Freitag. Wie gesagt, wir kommen ja um den Abstiegskampf nicht drum rum, aber so als Abschluss, wen würden wir quasi so, weil ich habe meinen Prognose auch nicht mehr auswendig im Kopf, von dem ist es auch mehr mit der Freestyle, wen würden wir jetzt da unten quasi Platz 16, 17, 18 am Ende der Saison, wen würden wir da gerade hinstellen? Am Ende der Saison, okay. Also ganz klar, Mainz 05 wird, glaube ich, unten drin bleiben. Ja, ob die jetzt 18. werden oder 17., werden wir sehen. Aber was die Mainzer im Moment zeigen, ist ey, noch mehr als das, was wir zeigen. Aber. Da kommt doch der Kracher nächste Woche, oder? Wir spielen doch nächste Woche direkt gegeneinander, ne? Mainz Genau, Schalke, wenn ich es richtig im Kopf habe. da kommt der Abstiegs. Not Ja. gegen Elend wird dann spielen, genau. Ich kann es nicht anders sagen, ist ja so. Ja, auch wenn die jetzt gegen Gladbach gar nicht so verkehrt waren, aber halt trotzdem wieder verloren, ne? Also auch wieder kein Erfolgserlebnis für Mainz. Genau. Also Mainz wird auf jeden Fall unten drin bleiben. Ich denke, Köln wird auch absteigen. Und dann kommt noch jemand hinzu. Eins will ich noch mal fragen. So, du kennst ja Arminia Bielefeld auch aus der zweiten Liga, ne? Was erwartest du von denen? Das würde mich mal interessieren. Bielefeld steht, glaube ich, vor einem großen Problem. Also erstmal Qualitätsproblem. Okay. Und zweitens haben die genau dasselbe Problem, wie wir damals mit Terodde hatten, als quasi den Topstürmer bei uns. Das ist halt ein Zweitligastürmer. Der Klos wird diese Saison auch nicht viele Tore schießen. Und dann hast du da schon einen riesen Manko. Okay. Also ich glaube, ich würde Bielefeld da auch, sei es mit Hut, cooler Club, aber ich würde die, glaube ich, auch unten mit reinschieben. Also Mainz, Bielefeld und dann aktuell noch Köln machen dann 16 bis 18 aus. Ich würd's mir so ein bisschen schadenfrohheitmäßig ein bisschen wünschen, dass Union nochmal Relegation spielt. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also die drei tippe ich da gerade am ehesten noch mit runter. Auch Okay. in dem Sinne, dass dann Schalke und wir nicht absteigen. Das Dann ist ja, glaube ich, die Hoffnung von uns beiden ist. schließe ich mich an und nehme Arminia auch noch mit rein. Ja, genau. Ja. Also quasi die Tabelle bisher, bis auf Hertha und Schalke, noch ein paar Schritte nach oben machen. Also Hertha wird nicht unten drin bleiben. Nee, Das das glaube würde ich mich auch nicht. wundern. Nee, nee. Definitiv nicht. Die spielen auch nicht längst nicht so schlecht wie andere da unten drin. Ja, perfekt. Dann zum Abschluss nochmal Tipp für, einfach ohne große Begründung, einfach Ergebnistipp für Freitag von dir. 1-0, Schalke. 1-0. Ich drehe es quasi um. Ich tippe auch auf ein enges, das wird kein spektakuläres Spiel werden, glaube ich, aber ich tippe mal auf ein enges 0 zu 1, 1 zu 2. Ja, ich denke mal, die neutralen Fans oder die neutralen Zuschauer würden noch eher auf den VfB tippen aktuell, aber gerade das macht mir Angst. Hab ich ja bei dir so als kleinen Teaser quasi bei dir im Podcast schon gesagt, dass mir das gerade so ein bisschen Angst macht, vor allem das Spiel gegen Schalke nominell das, aber die gesamte Situation sowieso. Und dann sehen wir weiter. Machen wir Okay. unsere Streams am Freitag und hoffen auf ein gutes Spiel. Genau. Also du bist auch live dann? Ja, Okay. genau. Cool. Wie Sehr immer schön. live. Sehr Außer es schön. geht ausnahmsweise wieder irgendwann ab März oder ein Stadion, aber sonst die Spiele live. Geil. Geil. Ja, dann Jo. vielen Dank, dass du da warst. Gerne, Cooles gerne. Gespräch. Ich freue mich. Wie gesagt, alles verlinkt, oben und unten gefüllt in der Videobeschreibung, dass ihr den Weg zum KSD rüber findet. Dann bedanke ich mich für euch, bei euch fürs Zusehen, fürs Zuhören, auch für die auf Spotify. Und dann bis zum nächsten Mal.